Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, ich habe ja schon versprochen, dass wir uns heute endlich mal meiner Herausforderung widmen, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob die überhaupt noch drin ist, weil jetzt steht hier links nämlich die Aufgabe von Aphrodite. Da gehe ich doch nochmal kurz gucken, bevor ich jetzt hier runterspringe. Ja, das hat er mir nämlich rausgemacht. Das sollte der natürlich nicht machen. Okay, gut. Gut, dass ich doch nochmal nachgeguckt habe. Also, zwei Reittierrassen vor allen Dingen. Also, ich denke, dass wohl die Insel, wo ich hin möchte, da hinten, wo diese grünen Bäume sind, liegt. Da unten ist jetzt schon wieder so ein Viech. Okay, mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ich will jetzt nicht direkt auf diesen komischen Zyklopen draufstürzen. Aber wir möchten dann doch irgendwo in die Richtung. Und ich denke mal, da hinten diese Inseln, die jetzt etwas heller sind, dass das dann auch die Inseln sind. Oder die Insel ist, wo ich hin möchte. Okay, jetzt geht es natürlich ziemlich runter. Können wir das hier hin machen? So. Können wir von hier aus zumindest noch ein bisschen gleiten vielleicht. So. Okay. Ganz so viel Strecke ist es ja eigentlich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr begeistert davon, dass ich... Da oben sind wieder Bären. Dass ich mir das mit den Flügeln geholt habe, also mit diesem Schuh, weil es doch einiges erleichtert. So. Oh, oh, da hinten habe ich was gesehen. Da hinten habe ich was gesehen. Oh, ich hab irgendwas Lilanes gesehen gerade. Ah. Aber wie zähme ich jetzt genau das Tier? Also mir hat man gesagt, ich soll schleichend dahin gehen. Aber ich weiß nicht, wie das dann wirklich funktioniert. Oh, was bist du denn für ein süßes Ding? Kann ich langsamer gehen? Weil ich weiß, dass das... Hallo, ich weiß, du hast mich entdeckt. Ist das schlimm? Oh, bitte. Ich finde dich gerade total cool. Hallo. Nicht ausrasten, bitte. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Gezähmte Tiere. Halte Y gedrückt, um ein gezähmtes Reittier zu rufen. Richtung und X. Also linke Seite ist Sprinten. Wie geil ist... Ach so, die haben... Oh, die haben viel längere Ausdauer als wir. Das ist ja cool. Ich guck nur gerade mal, ob hier noch ein anderes Reittier ist. Das ist ja mal geil. Oh, ich habe eine... Oh! Moment, hä? Der sammelt das automatisch auf? Cool. Oh, da muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen... Da möchte ich jetzt ein Bild von machen. Kann man hier irgendwie auch runter? Ach so, okay. Oh, das ist ja mal richtig, richtig geil. Foto machen, zack. Es sieht ein bisschen komisch jetzt vor der Position aus. Vielleicht kriegen wir noch eins hin. Wo das Ganze dann schöner aussieht. Oh, das ist ja richtig cool. Bisschen höher vielleicht. So. Ja, speicherst du das? Okay, wunderbar. Ah, cool. Ich bin jetzt mega, mega begeistert. Vor allen Dingen, also erstmal, weil das das automatisch hier aufsammelt, bin ich auch mega begeistert. Und natürlich, weil das so viel schneller ist. Oh, das ist ja cool. Ich weiß schon, warum er mir gesagt hat, ich soll auf jeden Fall gucken, dass ich so schnell wie möglich ein Reittier besorge. Aber leider ist hier nur eins. Ich
hätte jetzt gedacht, hier gibt es jetzt mehrere Tiere. Aber gut, da müssen wir gucken, dass wir unterwegs vielleicht noch ein anderes finden. Gibt es denn hier in der Nähe noch was? Da habe ich das Bild gemacht. Also denke ich mal, dass das hier alles ja jetzt nichts mehr ist. Vielleicht auf der Insel noch, ich weiß es nicht. Da müssten wir dann mal gucken. Oh, ich bin gerade so mega begeistert von diesem Reittier. Ich hoffe, dass das nicht sterben kann oder so. Das wäre nämlich ziemlich mies. Oh, das ist geil. So. Komm, lauf hoch. Kann das auch springen? Huch, nee, aber ich kann springen, okay. Ah, okay. Das klappt. Mit Y gedrückt halten. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, oh, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Ach so, ich hätte hier vorne die Ambrosia noch nehmen können, wenn ich eh schon mal hier in der Richtung bin. Ich sehe sie gar nicht. Moment. Machen wir das mal raus und da mal eine Markierung rein. Ich wollte gerade sagen, die ich jetzt auch nicht sehe oder was? Doch, die sehen wir aber. Oh, da hinten läuft der Zyklop rum. Dem wollen wir jetzt erstmal nicht begegnen. Ja gut, die sind nicht so schlimm. So, da. Oh, jetzt haben wir fast keine Ausdauer mehr. Weiter, 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 weiter. Los, hier hoch. Oh. Okay, ich glaube, die ist ganz oben drauf, oder? Mal gucken hier. Ja, perfekt. Sehr schön. 4 Stück haben wir jetzt insgesamt. Ja, da müssen wir ja immer gucken, dass wir dann auch genug... das war's nicht. Dass wir dann auch alle einsammeln, die wir finden. Da können wir nochmal Tränke herstellen. Da müssen wir sowieso hin im Laufe der Quest. Ich wollte nur gerne hier oben noch die Quest machen, damit wir die jetzt nicht vergessen. Das einzige Blöde ist jetzt nur, nachdem Aphrodites Wurzeln stand der Eingang zum Versteck von Achilles offen, wo sein Geist mit dem Schwert in der Hand wartete. Also der wird wohl da oben auf mich warten. Hallo, gehst du mal rein hier? Nehme ich mal an. Da ist auch nochmal ein Ambrosia. Mir wäre es natürlich lieber, wenn ich vorher alle Ambrosia eingesammelt hätte. Hier vorne gibt es zum Beispiel noch eins. Ich weiß nicht. Da können wir nicht hinporten. Da können wir natürlich auch nicht hinporten. Aber wir könnten hier theoretisch hinporten und dann darüber fliegen. Hier in der Ecke haben wir ja nichts. Außer da auf der anderen Seite. Dann würde ich sagen, dass ich dann erstmal hier vorne die Ambrosia hier noch hole. Ich würde aber sagen, das mache ich mal eben offline, weil das ist ja nichts Besonderes. Ich meine, Gegner kennt ihr ja alle. Dass ich dann die 3 Ambrosia noch hole und dann mal schaue, dass ich hier oben hinkomme. Am besten ohne dem Achilles zu begegnen. Weil der war nämlich eben schon ziemlich heftigst krass. Und wenn wieder was Großes passiert, dann hole ich euch auf jeden Fall wieder hinzu. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier unterwegs eine Truhe gefunden. Und zwar ist das die, wo ich die ganze Zeit... Nee, Moment, das war auf der Seite, wo ich die ganze Zeit nicht rankam. Das ist jetzt hier die Truhe. Und ich muss hier ein kleines Rätsel lösen. Hier muss ich was Schweres draufstellen. Haben wir denn irgendwas? Was war das? Moment.
Geht das? Ah, okay. Dann geht das auf. Das muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite schieben, oder? Ja. Das bin ich schon gewohnt von Teso oder von Tomb Raider oder ähnliches. So. Ach, das war's schon. Okay. Wäre jetzt nur schön, wenn ich jetzt auch noch da hinkomme, wo ich hin will. Ja? Geh doch einfach mal da rein. Was hältst du davon? Perfekt. Die Satyrhörner haben wir hier. Okay. Das haben wir aber, glaube ich, schon... Nee, das ist was Neues. Bei voller Ausdauer mache ich 11% mehr Schaden. Und hier 11% mehr Schaden mit der Axt. Ja gut, aber nur bei voller Ausdauer. Das ist natürlich sehr eingeschränkt, muss ich sagen. Das ist immer so eine Sache. Also ich lasse erstmal das drin, was ich habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich bisher noch am besten. Von allem, was man hier machen kann. Ja, ich werde da mal weiter die... wie heißen sie jetzt hier? Die Ambrosia suchen. Sollte ich nochmal auf was anderes stoßen, werde ich euch gleich nochmal hinzuschalten. Ansonsten sehen wir uns gleich bei der einen Quest wieder. Und tschüss. Eine neue Waffe. Okay. Also, wir sind jetzt gerade hier unten an dieser bewachten Truhe gewesen. Und da gibt es eine neue Waffe, eine neue Axt, wenn ich das richtig gesehen habe. Plus 44 Schaden für 6 Sekunden nach perfekter Parade. Okay, das ist doof, weil ich bisher noch nicht abgeblockt habe. Ich glaube, dann lasse ich immer lieber die alte Axt drin, weil ich vergesse das ehrlich gesagt immer wieder. Visuelle Anpassungen. Verändere das Aussehen von verschiedenen Gegenständen aus Phoenix Inventar, indem du neue Skins für sie benutzt. Was? Kapazitätenvergrößerung verfügbar. Du hast genug gelbe an der Mannschirm geholt. Tragekapazität. Okay, dann können wir das auch demnächst nochmal machen. Visuelle Anpassung. X anpassen. Habe ich aber nur das. Das ging auch, glaube ich, anders, oder? Wenn ich da drauf gehe. Anpassungen. Die Besten machen ihren Mut. Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch das damit gemeint, dass das jetzt freigeschaltet ist. Weil ich soll nämlich aus dem Shop eine Rüstung bekommen. Ah, hier im Besitz. Ah, perfekt. Jetzt kann ich mir die Sachen holen. So, jetzt kann ich mir die Sachen holen und dann kann ich das wahrscheinlich jetzt auch anpassen. Anpassen? Ah, okay. Also theoretisch könnte ich jetzt meine Optik ändern. Beispielsweise die Flügel könnte ich jetzt so aussehen lassen. Was auch gar nicht mal so schlecht ist. Aber die wirken irgendwie göttlicher, finde ich. Wenn die jetzt mit dem gleichen lila Ton wie hier wären, dann wäre das natürlich noch geiler. Also es ist ein Set, was ich abgeholt habe. Und mein Pferd könnte dann theoretisch auch so aussehen. Ja gut, das finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Aber das Set ist anpassbar. Das ist sehr schön. Das gab es im Prime Loot. Und man musste nichts dafür machen, außer eben den Prime Loot abholen. What?
Also hat Typhon den nemeischen Löwen vereinnahmt, nachdem Herakles ihn gehäutet hat? Nein! Als Herakles ihn nicht erlegen konnte, hat er ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Klingt nach ihm. Hera hatte den Löwen als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist sie einfach scharf. Okay, also das scheint jetzt... Oh, ich kann hier nicht schnell speichern. Das ist aber Mist. Kann ich hier? Nee, auch nicht, ne? Eieieiei. Ich will nicht wissen, wo ich auf... Oh Gott. Ich meine, wenn man ein legendäres Tier in Anführungszeichen erledigt hat, ist es ja noch lange nicht, dass der Rest besser ist, also genauso gut ist. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das war jetzt nicht gut ausgewichen, Mädel. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, super ausgewichen, ehrlich. Oh. Komm. Eieieiei. Komm. Boah. Der war echt heftig. Boah. Okay. Dann kann ich mir jetzt auch das Ambrosia holen. Phosphor des Zeusblitzes, was auch immer das heißen mag. So, dann schauen wir mal eben. Jetzt haben wir alles, was hier unten war. Dann machen wir noch schnell die Verbesserung. War das hier? Ah, da brauche ich einen... Okay, einen Blitz brauche ich noch dafür. Ach, das sind wahrscheinlich die Blitze, die ich bekommen habe. Jetzt verstehe ich das. Hier hatte ich auch noch eine Verbesserung. Da könnte ich die Pfeile theoretisch machen. Aber eventuell mache ich erst die Tränke. Ich bin mir noch nicht sicher. Die Axt kann ich machen. Das ist schon mal sehr gut. Die geht bei mir nämlich im Moment über alles. 525. Ne, da sparen wir erstmal auf die Tränke. Ja, sah jetzt sehr imposant aus. Das haben wir alles. Ne, das haben wir nicht alles voll. Warum nicht? Okay, Heiltrank habe ich einen hergestellt, aber hier Angriffstrank habe ich überhaupt gar keinen benutzt. Wieso habe ich die denn nicht mehr alle? So, ich verstehe aber nicht, ich sammle doch die ganze Zeit diese goldenen Dinger an. Wieso kann ich die dann nicht mehr benutzen hier?
Ich habe doch so viel jetzt schon davon eingesammelt. Ich verstehe es nicht. Ja, sah jetzt ein bisschen komisch aus und nicht mehr ganz so imposant. Aber okay. Hier konnten wir, glaube ich, gar nichts machen. Das war nur das mit den Göttern. Genau, da haben wir jetzt erstmal nur drei. Okay, dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Dann würde ich sagen, dass ich mich direkt nach hier oben aufmache zu dieser Quest. Auch wenn ich das jetzt mit den Zähmen immer noch nicht habe, aber naja, gut. Ich kann aber dahin schnell reisen. Dann mache ich das doch mal eben. So. Da sind noch zwei Truhen, aber da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir das jetzt kriegen würden. Aber wir wollen erstmal hier hin. Zum abgestürzten Vogel, was auch immer das jetzt heißen mag. Der liegt da hinten irgendwo. Ja, mit viel Kletterei verbunden, so wie es aussieht. Okay. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen, da oben drauf zu kommen, nehme ich an. Unten ist ein freundlicher Bär, aber da oben ist noch was Rotes, was ich gerne hätte. Ja, das war mir klar. Okay. Ja, komm, du schaffst das. So. Wo habe ich das Rote denn jetzt gesehen? Irgendwo da ganz oben, ne? Da unten war jetzt gerade noch ein netter Bär. Da unten rechts sind jetzt wieder böse Bären. Oh, das ist hier total verwirrend irgendwie. Und total unfair. Ich will den armen Bären doch nichts tun. So. Sammeln wir das ein. Und das ist, glaube ich, die Quest, die wir haben wollten. Die Frage ist jetzt nur, wo ist das genau? Ich da gerade was gesehen? Nee, anscheinend nicht. Okay, Ambrosia ist hier auch direkt in der Nähe. Muss ich da ganz hoch? Oh. Ich kann theoretisch doch auch darüber springen, oder? Komm, das schaffst du. Bin nur gerade ein bisschen irritiert davon, dass hier so viele von diesen Dingern stehen, aber scheint nichts zu sagen zu haben. Okay. Ja, komm, weiter. Ich dachte gerade schon, das ist der Vogel. Okay, der müsste aber theoretisch ganz da oben sein. Komm, Mädel, wenn du nicht immer nach links und rechts springst, dann schaffst du das auch. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Yes, perfekt. Oh. Hallo. Du siehst nicht gut aus. Zu stolz, um aufzugeben? Geht mir auch so. Phoenix! Halt dich fern von diesem Ding! Was machst du denn hier? Ich hab den Blitz gesehen. Selbstverständlich kam ich sofort, um es zu Ende zu bringen. Leichte Beute ist meine liebste Beute. Warum überrascht mich das nicht? Aber ich rette diesen Vogel. Und ein Nein akzeptiere ich nicht. Nein, es gehört zu Typhon.
Warte, ich habe eine Vision. Du sagst gleich, aber wir müssen ihm helfen. Und ich sage, es wartet nur darauf, uns kaltblütig umzubringen. Und du sagst, Hermes, bitte, sonst muss ich dich erpressen. Ich werde Hera alles verraten. Und dann sage ich, das würdest du nicht tun. Aber weil ich weiß, dass du es tun würdest, willige ich ein, dir zu helfen. Nur um, sobald du einmal nicht aufpasst, zuzuschlagen. Da hast du mich aber ganz schön in Bedrängnis gebracht. Vorerst. Da Typhon dieses Ding aus dem Tartaros geholt hat, kann nur etwas von dort ihm helfen. Das, was Hades Persephone gab. Die Kerne, die Speise der Toten. Ich weiß nur von einem auf der Insel. Dann werde ich diesen Kern finden. Halt durch. Meinst du mich? Ich glaube, um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Okay, das hört sich dann doch danach an, als ob das ein bisschen länger dauern würde. Ich schau mal eben, da sind die Kerne. Finde den Kern, der als Speise der Toten gilt. Okay. Das ist irgendwie nicht gut, dass das so nah da dran ist. Ich meine, ich bin ihm jetzt hier unten ausgewichen, aber das ist jetzt nicht so schön. Ja gut, dann würde ich sagen, da ich davon ausgehe, dass das entweder etwas härteres sein wird oder etwas länger dauert, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Warum sind hier eigentlich Sachen zum Zerschmettern? Das finde ich gerade gar nicht gut. Dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, um ja, hoffentlich dem kleinen Phönix hier zu helfen. Bis dann. Ciao.